Swiss Pop Art. Das ist das Lebensgefühl der 60er. Unverbraucht, farbenprächtig, nie langweilig. Ich wollte das darstellen, was wir eigentlich um uns haben und unsere Umwelt festhalten wollen. 1963 habe ich zum Beispiel eine Waschmaschine gemacht mit der Hand, die Pulver in die Maschine tut. Und da hat natürlich niemand mehr etwas begriffen von meiner Kunst. Das hat gesagt, das ist jetzt eine Reklame, das ist Publizität. Peter Stampfli gehört zu den jungen Pop-Art-Künstlern von damals. Im Aargauer Kunsthaus trifft der fast 80-Jährige auf einen jungen Künstler von heute. Seine Bilder von Reifen machten den Altmeister, der in Paris und Barcelona lebt und arbeitet, berühmt. Bis heute inspiriert ihn das pure Objekt. Inspiriert von den Fotos von grossen Metrostationen, wo die Plakate 30 Mal wiederholt werden. Das hat mich inspiriert von Auszügen aus Katalogen, von Modezeichnungen und so weiter, Fotos. Das war für mich grundgebend, auf meinen eigenen Weg selber zu suchen und zu erfinden. Ja, für mich ist es so, dass ich das erste Mal so Schweizer Pop-Art wirklich live gesehen. Ja, aber du bist ja nicht ein Pop-Art, oder? Nein, ich bin ja... Und kann man sagen, unter welche Kunst dass du dich zählst? Gibt es denn einen Namen oder nicht? Ich finde es so schwierig, Kategorien zu machen. Peter Stampfli ist Pop-Art-Künstler. Früh wagte er sich an die großen Formate. Seine schematischen Zeichnungen stellten gewöhnliche, alltägliche Gegenstände dar. Ich war im Salon und habe ein Heftchen angeschaut. Und dann hatte ich so eine Kette in meiner Hosentasche, immer für Fotos auszuschneiden, die mir gefallen haben. Und das Bild ist effektiv eine Reproduktion von einem Foto, von einer Reklame, für eine Brandy. So ist es entstanden. Das Objekt inspiriert auch Kevin Eschbacher. In seinen Bildern führt der 29-Jährige Ausschnitte von realen Objekten in die virtuelle Welt und bringt sie von dort zurück auf die Leinwand. Sein wichtigstes Hilfsmittel ist aber nicht die Schere, sondern der Computer. Ich kann es einfach als Werkzeug sehr gut brauchen, um Sachen zu entwerfen, um Sachen auszuprobieren. Weil es ist schnell, man kann einfach rückgängig machen. Also es ist wie so, man hat eigentlich totale Kontrolle und ist sehr schnell, im Gegensatz zu, wenn man mit Farbe schafft. Auch Kevin Eschbacher stellt im Aargauer Kunsthaus aus. Auch seine Bilder enthalten auffallende Elemente. Im Gegensatz zu Peter Stempfli sind sie aber computergeneriert. Es ist eine andere Welt, es ist eine andere Zeit, es ist ein anderer Geist, den es hatte. Kommerzieller Erfolg, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Bei mir, ich muss fast 50 Jahre warten, bis das irgendwie im Kunsthaus auch wieder ausgestellt worden ist. Junge Kunst von heute und von damals. Die Mittel haben sich geändert. Der Pop-Art-Geist ist geblieben. While you see it your way, run a risk of